Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich habe euch sehr vermisst, muss ich sagen. Also ja, am Anfang des Urlaubs hatte ich ja noch ein paar Videos hochgeladen, sodass ich auch ja, mit euch im Kontakt war. Und ja, aber dann am Ende des Urlaubs halt eben nicht mehr. Und jetzt kann ich wieder für euch drehen und ich freue mich unglaublich. Ich habe es auch vermisst. Ich habe am Anfang auch gedacht so, ach, ist ganz nett mal ja so ein bisschen raus aus dieser Budget-Bubble-Welt und mal nicht up-to-date zu sein, was so los ist und so. Ich habe natürlich trotzdem auch ein paar Sachen, also ein paar Videos angeschaut und ein paar Sachen bestellt. Ihr habt das Thumbnail, glaube ich, gesehen. Das machen wir gleich. Und ja, ich freue mich aber jetzt wieder hier zu sitzen. Ganz kurz, was mit diesem Nagel passiert ist, ich will nicht drüber reden. Ja, ich mache ihn nachher neu, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt sowieso auch gleich ein Spielevideo drehe und die ganzen Hüllen auf und zu machen muss, ich mache es einfach wieder ab. Es war nicht schön und von daher, ich hoffe, ihr kommt mit diesem Anblick klar. Ansonsten, ja, tut es mir sehr leid, aber da müsst ihr jetzt die Woche wahrscheinlich, ja, wobei. Also ich drehe, also ihr könnt dann erkennen, wie viele Videos ich gedreht habe heute. Also den Wochenabschluss und auf jeden Fall das Dienstagsvideo. Also bis morgen. Und wahrscheinlich drehe ich auch noch das Donnerstagsvideo. Und im Freitagsvideo habt ihr es dann geschafft. Da sollte der Nagel dann so blau sein, wie die anderen Nägel auch. Wir werden sehen. Okay, wir starten durch mit meinen Ausgaben. Und danach verteilen wir ein bisschen Geld, nicht allzu viel. Und dann packen wir Post aus. Okay. Und zwar packen wir gleich Post aus von der Tanja. Genau. Ach, 30 Euro hatte ich im Topf. Ah, ja, stimmt, genau. Im Luxustopf. Okay, die 30 Euro sind rausgegangen für Niki von NJ & TJ Design. Genau, da habe ich für 30 Euro bestellt. Und dann zeige ich euch noch Post, die ich im Urlaub bestellt habe. Das habe ich allerdings wieder auf später bezahlen gesetzt, sodass das quasi noch nicht auf dem Konto, also vom Konto fehlt. Von daher lassen wir das erstmal so stehen, dann ist der Topf nicht im Minus. Ja, so geschickt kann man es machen. Genau, ich zeige euch gleich also Post von Niki, dann die von Tanja hier, die ich hier bestellt habe. Das von Andreas noch nicht da. Und Sally und Tommy zeige ich euch noch. Und bei Jules habe ich auch bestellt. Von Jules Budget. Alles bei seiner Zeit. Wir machen weiter. Wir ignorieren das gekonnt. Und zwar Lebensmittel. Waren wir einmal bei Subway. Genau, achso, der Wochenabschluss umfasst jetzt hier die letzte Woche vorm Urlaub und die Urlaubswoche. Falls es nicht klar ist für einige. So, 28 Euro habe ich bei Subway ausgegeben. Für Subs. genau. Und Kekse. Ich liebe die Kekse von Subway. Wirklich. So, wir bei 82 Euro. Dann waren wir in DM. Das ist aus Sonstiges rausgegangen. Genau, da hatten wir nochmal, was haben wir denn da gekauft? Für 4 Euro auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwas brauchten wir nochmal für den Urlaub. Ach, meine Mathekünste schon wieder. 36 haben wir, nicht 38. Und dann war ich beim Friseur, auch aus Sonstiges. Der hat mich 30 Euro gekostet. Genau, das habe ich noch vorm Urlaub schnell gemacht. Ein bisschen die Spitzen schneiden, dass ich ein bisschen kürzere Haare habe und das einigermaßen wieder ordentlich ist. Genau. Ja, dann Freizeit habe ich ein Exit Game gekauft und das auch gleich mit meinen Freunden gespielt. 15 Euro hat es gekostet und 50 minus 15 sind 35 Euro, sind noch im Topf. Ja, ich merke gerade, ich muss echt wieder reinkommen ins Video drehen. Genau, das war so die Woche vor dem Urlaub. Und im Urlaub haben wir dann 110 Euro hatte ich im Topf. Der ist jetzt auf jeden Fall auf Null. Ich dachte, ich hätte nur 105 drin, aber gut. Ja, ich schreibe jetzt einfach Urlaub. Ich habe auf jeden Fall alles ausgegeben. Es sah erst ganz gut aus. Also ich habe schon vorm Urlaub haben wir noch ein paar Lebensmittel eingekauft, die wir auch mitnehmen wollten und so. Das habe ich auch schon aus diesem Urlaubsbudget genommen. Und genau, dann sah es erst ganz gut aus, dass ich noch ein bisschen was wieder mit nach Hause nehme. Aber auf der Rückfahrt war ich dann am Flughafen doch irgendwie hungriger als gedacht und habe mir dann noch irgendwie was geholt. Und am Flughafen ist ja alles unsagbar teuer. Deswegen wollte ich das eigentlich vermeiden, aber ja, ich hatte halt Hunger und genau. Wir hatten dann noch kein richtiges Abendessen mehr, weil wir so spät geflogen sind. Also wir sind abends um 19 Uhr deutsche Zeit sind wir geflogen.
Genau. Und ja, da ist der Rest dann für draufgegangen. Also der Topf ist auf jeden Fall auf null. Aber ich hatte auch zusätzliche Einnahmen. Haha, sehr gut. Und zwar zum einen, genau, die sind gerade auf null, habe ich eine Rückerstattung bekommen, weil ich ja, Klamotten gekauft hatte und dann was zurückgeschickt habe. Da habe ich einmal 40 Euro für wiederbekommen. Und dann habe ich einmal Zinsen bekommen von meiner Sparkasse. Also ich hatte da so eine Anlage, die lief ein Jahr und da habe ich jetzt insgesamt 160 Euro Zinsen für bekommen. Und das Geld, also die 200 Euro, die hier jetzt am Ende stehen, wandern in die Sparspiele. Genau. Und das war's. Genau, das waren meine Ausgaben und wir schauen jetzt mal in die Töpfe, ob das alles so stimmt. Aber vorher nehme ich noch das restliche Kleingeld aus meinem Portemonnaie, wenn da was sein sollte. Nein, das sind alles nur 20 10-Cent Münzen, die bleiben im Portemonnaie drin. Okay, aber es hätte ja auch sein können, dass sich da noch eine Euro-Münze oder so verirrt hat. Dann hätte ich das jetzt quasi einfach zu meinem Kleingeld getan. Aber nein, es ist wirklich restlos weg und es ist genau aufgegangen. Okay, so. So. Challenge Geld, Challenge Geld. Sonstiges. Sind noch 5 Euro drin. Hier in meiner Rechnung sind es 6. Okay. Wir halten uns hier an die. Achso, das kann sein, dass quasi der eine Euro in meinem Portemonnaie war und ich den jetzt im Urlaub mit ausgegeben habe. Wir halten uns an die 5 Euro. Lebensmittel dürften noch 82 Euro drin sein. Das ist schon mal auf dem Tracker korrekt. Und hier, ja, 80, 82 Euro. Sehr gut. Auto, 420 Euro, da ist nichts passiert. Urlaub ist leer. Hier auf dem Tracker steht nur 105. Ich weiß nicht, was jetzt richtig war. Tatsache ist, was auch immer im Topf war, ist jetzt weg. Ist restlos auf null. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich den Tracker behalte oder nicht. Ich lasse ihn mal erst drin. Aber ja, hier habe ich übrigens aufgeschrieben, welche Challenges ich so im Urlaubstopf haben möchte. Genau. So, also jetzt nicht direkt, aber sobald die Urlaubsspiele so langsam ausziehen und so, ich habe da Pläne. Genau. Gesundheit ist bei 200 Euro, da hat sich nichts getan. Notgroschen, der kann hier mal raus. Der kommt mal nach hinten, weil der ja, also der ist grundsätzlich erstmal voll. Der wird trotzdem durch ein Spiel noch weiter bespart, aber ja, der hat jetzt keine Priorität, dass der hier vorne sein muss. Und das tausche ich auch mal eben hier. Ich möchte erst Technik. Los, geht da rein. So, und dann Shopping. So, das musste mal kurz sein. So, also Gesundheit. Hatten wir. Und Technik, 170 Euro, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, aber ich kann erkennen, das sind 2,50er und 1,20er. Shopping, 50 Euro. Das passt auch. Luxus ist auf null. Genau, ah, hier habe ich Niki auch schon sogar eingetragen. Weihnachten, 500 Euro. Das müsste auch stimmen, da ist ja nichts mit gewesen. Bücher, minus 3, passt auch. Freizeit 35 Euro. Ja. Steht hier hinten auch. Ah ja, da ist noch ein Zehner dahinter. 2, 4, 5. Das passt auch. Anschaffungen ist nichts gewesen. Hochzeit, Tattoo und Haus auch nicht. Und dann kommt hier hinten der Notgroschen wieder rein. Genau. Und dann kann ich noch aus meinem Back-to-Bank die 160 Euro rausnehmen. Nein, kann ich nicht. Weil ich so viel Geld gar nicht hier habe. Okay, gut. Dann lasse ich das mal noch drin. Die 40 Euro hier, das ist das von der Rückerstattung, die ich bekommen habe. Die nehme ich schon mal raus und tue sie zum Spielgeld. Und dann denke ich nächste Woche hoffentlich daran, das Geld mit rauszunehmen. Jetzt erstmal hier rein. Also das aus dem Back-to-Bank, die 160 Euro. Denke ich da hoffentlich dran, dass es quasi noch hier drin ist und noch nicht beim Spielgeld. Aber ich gehe davon aus, dass ich das hinkriege.
Und dann können wir damit nämlich auch spielen. Okay, so. Dann können wir ein bisschen Geld verteilen. Und zwar haben wir letzte Woche das Silent Love Story Spiel überraschenderweise schnell abgeschlossen. Und hier sind, glaube ich, 35 Euro habe ich irgendwie im Kopf drin. Ach. Hier ist der Tracker. Ja, 35 Euro sollten drin sein. 10, 20, 30, 35 Euro. Das sind sie auch. Sehr schön. War ein sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich sehr geliebt. Und könnte man theoretisch nochmal spielen, wenn man sich hier die Rubbelsticker wieder aufkleben möchte. Und ja, die Lose und so kann man einfach wegwischen. Man müsste nur neue Rubbelsticker draufkleben. Und dann ist es, weil es halt auch foliert ist, wie neu. Aber wir gucken mal. Und die 35 Euro, die schaue ich jetzt mal, wo ich die haben möchte. Sonstiges wäre gut, weil da echt nur 5 Euro drin sind. Aber ich hatte eigentlich an Shopping gedacht, weil ich da noch was geplant habe zu kaufen. Aber wenn dann in Sonstiges natürlich irgendwas ist, ist das blöd. Ich packe mal 10 Euro zu Sonstiges. Mache ich hier einfach eine 15 draus. So. Und 25 Euro, ja, zu Shopping. Ja. Da sind wir uns dann, glaube ich, einig hier. Mein Budget und ich. So. Plus 25, dann sind 75 Euro im Topf. Genau, weil ich geplant habe, was zu kaufen. Und ich habe auch schon wieder oder immer noch, ich weiß nicht genau, das Bedürfnis, mir noch mehr neue Klamotten zu kaufen. Ich hatte ja erst eine riesige Bestellung, aber irgendwie bin ich gerade in Shopping-Laune und habe halt das Bedürfnis, die Klamotten, die ich habe, irgendwie auszutauschen, zumindest teilweise, weil ich wirklich Klamotten trage, die, also ich habe wirklich, jetzt ohne Witz, manche Oberteile und auch Bikini-Oberteile zum Beispiel, die habe ich seit 10 Jahren oder so. Und so langsam kann ich sie nicht mehr sehen. Also ich trage die tatsächlich immer noch gerne, aber so langsam muss irgendwie ein bisschen frischer werden in meinen Kleiderschrank. Also ja, genau. Deswegen immer gucken. Aber jetzt erstmal habe ich ja 25 Euro dazu getan. Sind wir bei 75 plus Spiele. Plus. Und hier sind wir bei 15 dann. Genau, plus 10 sind 15. Ja, wir gucken mal, wie wir damit dann auskommen. So, und dann dürfen wir ja noch ein, also ich habe ja ein Spiel rausgenommen und dafür kommt eine neue Challenge in die Spieleroutine. Und zwar diese hier, Welcome to Safari World. Das war im Adventskalender von der Susan von Gemeinsam Sparen. Und wir haben hier ja, 3 Lose mit dabei, ein bisschen was zum Abstreichen und 2 Rubbelsticker. Und ich glaube, ich weiß, was da drunter ist. Ich schaue ja auch super viele Budget-Spiele-Videos und ja, da lässt es sich nicht vermeiden, dass man mal gespoilert wird. Und ich glaube, ja, die ist gar nicht so günstig, wie man meinen mag. Genau. Und die packen wir jetzt in die Spielebanner. Ich weiß gerade gar nicht, wohin. Weil ich auch jetzt seit über einer Woche nicht hier reingeschaut habe. Aber ich glaube, das passt doch eigentlich ganz gut hier. Quasi zu diesem Deckblatt. So, ne? Genau, aber die bleibt auf jeden Fall ganz vorne. Ja, komm, dann machen wir die doch hier zwischen, oder? Ich blätter gleich erstmal durch. Oder hier? Hier dazu. Ja. Wir machen die mal hier dazwischen. Da schnappe ich mir mal eben die Hülle hier von der Highland Love Story. So. Und dann wird die also morgen für euch, für mich jetzt gleich, direkt bespielt. So. Und dann ja, schauen wir mal, wie... Also, was so, ja, komm, Marc. Genau, achso, ich wollte gerade sagen, da sind wir schon am Ende. Ich habe ja noch Post, die ich euch zeigen kann. Okay, gut. Ich freue mich einfach so aus Spielen, deswegen, ja, war das gerade ein bisschen ausgeblendet. Aber ich zeige euch jetzt die Post, die ich bekommen habe. Und zwar als erstes von der Tanja von Kaffee und Quatsch. Da ist
dieses Päckchen zu mir gekommen. Und zwar schon vorm Urlaub. Das habe ich mir jetzt schon alles angeschaut. Aber es ist schon wieder über eine Woche her. Von daher ist es auch für mich wieder eine kleine Überraschung. Genau, ich packe das mal hier beiseite. So. Und zeige euch dann immer, was da so drin ist. Und zwar als erstes habe ich mir bestellt die Traumtänzerin. Das ist eine Klappkarte, die sieht so aus und ich finde sie wunderschön. Und ja, ich selber habe ja auch lange Jahre getanzt. Jetzt dieses Jahr habe ich aufgehört. Aber das ist natürlich trotzdem eine sehr große Leidenschaft von mir. Deswegen, ja, musste das sein. Auf der Rückseite ist ein Tracker. Und ihr seht schon, wir können hier rubbeln. Wir können würfeln. Ein paar kleine Zahlen sind zum Abstreichen da. Diese Sternchen hier, nur 5 Stück. Und eine Tombola ist dabei. Es kommen goldene Lose dazu. Und genau, da freue ich mich schon drauf. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Die durfte mit. Dann musste ich unbedingt haben. Habe ich Tanja geschrieben, direkt als sie das released hat. Ich so, Tanja, das sieht ja mal ultra geil aus. Ich will es haben. Und genau, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ein bisschen was bei ihr bestelle. Und sie unter anderem dieses Spiel ja, mit dazu legt für mich. Dankeschön dafür. Du kriegst ein Herzchen. Mit einem Daumen ohne Nagellack. Ich kann ihn nicht verstecken, ohne dass das Herz richtig hässlich wird. Lassen wir das. Okay, und zwar Tavern Nostra. Genau, das kommt mit einem Dashboard mit Tracker. Genau, das ist zusätzlich. Und zwar ist das hier das Basisspiel. Die Tavern Nostra ist eine Klappkarte. Die sieht so aus. Genau, hier ist eine Anleitung. Und zwar hat man hier eine Speisekarte und es gibt Suppe. Genau. Und das Ding des Spiels ist es, dass ihr in diesem Säckchen hier... Wartet. Wartet. diese Plättchen hier findet. Genau, ich habe jetzt Salz gezogen. Genau, das sind so richtige ja, Spielchips, wie man es von Gesellschaftsspielen kennt. Und die muss man eben aus diesem Säckchen blind ziehen und versuchen, daraus ja, eine Suppe zu kreieren. Aber der Clou ist natürlich, dass man sich vorher aussucht, welche Suppe man gerne ja, kochen möchte. Und die passenden Zutaten ziehen muss. Wenn man allerdings zweimal Salz zieht... Wenn ich das zweite Salzplättchen denn finde. Also hier sind ganz viele verschiedene Sachen drin. Genau. Wenn man zweimal Salz zieht, ist die Suppe allerdings versalzen. Man muss 5 Euro Strafe zahlen. Und dadurch wird das teilweise ganz schön teuer. Genau. Das ist das Basisspiel und ich freue mich unglaublich drauf. Ich finde es so, so cool. Und dann habe ich auch die Erweiterungen dazu bekommen. Und zwar einmal gibt es die Tagesempfehlung. Da sind dann nochmal 3 Plättchen mit dabei. Und zwar die Bulla Base, die Palenta und der Hühnereintopf sind dazu gekommen. Und genau, das ist quasi einfach eine Erweiterung. Die Plättchen tut man dann mit in das Säckchen rein. Dadurch wird es natürlich schwieriger. Und ja, man hat aber mehr Gerichte zur Auswahl. Und dann gibt es noch ein Humpenbier. Und zwar, ja, während man quasi wartet, kann man auch das Bierplättchen dann ziehen und darf dann hier einen Betrag freirubbeln. Genau, der dann halt noch dazu kommt, was das Bier denn dann kostet in der Taverne, auf die man dann wartet. Finde ich ultra cool, wird sehr, sehr schnell, denke ich, einziehen. Das musste auf jeden Fall sein. Dann habe ich hier erstmal so Dankeskärtchen und Sticker liegen und ihr... aktuelle Dankeskarte in diesem wunderschönen Grün. Richtig, richtig schön. So, das kommt mal hier. Ja, wobei, das kann ich auch hier mit dazulegen. So, dann durfte mit die Traumtänzerin, Schmetterlingstanz. Die Klappkarte ist Traumtänzerin. Das ist der Schmetterlingstanz. Eine Rubbel-Challenge. Genau, mit dieser wunderschönen Tänzerin. Das ist eigentlich eine ganz normale Challenge, sag ich mal. Dann durfte mit... Das Ballett der Tiere, genau, das ist ja in dem Stil vom Drachendungeon, was ich gespielt habe, sehr, sehr lange. Und zwar, ja, es ist ein Würfelspiel. Man hat hier die Karten mit den, ja, Tanzgegnerinnen, sag ich mal. Und man muss hier eben versuchen, die quasi den höheren Würfelwert zu bekommen. Und die Tierchen hier haben ja aber... verschiedene Eigenschaften, dürfen zum Beispiel mal zweimal würfeln oder keine Ahnung. Der Würfelwert zählt immer +2 und dadurch ist das Ganze natürlich gar nicht so leicht. Und ich habe es als Drachen dann sehr, sehr geliebt, aber auch das Ballett der Tiere durfte jetzt mit, auf jeden Fall. Dann durfte ein Set mit und zwar ein Herbstset. Nämlich die Kätzchen. Das ist die Lora mit diesen sehr, sehr schönen ja, Orangetönen und den Kürbissen. Und
Ja, genau, das ist die Würfel- und Rubbel-Challenge, die dabei ist. Dann gibt es die Lilo, die finde ich auch so zucker, mit 6 Losen, in Orange natürlich, die kommen dazu. Können wir noch ein bisschen hier rüberrutschen, so. Und ach, auch zucker, die Luna ist die Rubbel-Challenge in dem Set. Genau, also auch sowas ganz Klassisches, aber eben mit sehr, sehr süßen Kätzchen. Dann habe ich bestellt die City Summer. Genau. Der Sommer ist jetzt zwar vorbei, also sie wird es dieses Jahr leider nicht mehr schaffen, aber ich fand die einfach so, so schön. Ihr wisst, ich bin zumindest dieses Jahr total in Gelbfieber. Und Gelbfieber ist doch eine Krankheit, oder? Ja. Die Farbe Gelb hat es mir auf jeden Fall gerade sehr angetan und deswegen musste die mit. Sie kommt mit 6 Losen, 5 Losen, genau, die dürfen wir hier eintragen. Wir haben was mit Abstreichen zum Rubbeln, hier zum Würfeln und hier zum Rechnen. Also unter diesen Rubbelstickern ist jeweils ja entweder ein Plus oder ein Minus. Und genau, den Multiplikator tragt man dann eben hier ein und dann wird hier ausgerechnet und das Ergebnis gespart. Genau, die fand ich auf jeden Fall so, so schön, die durfte mit. Für nächstes Jahr. Dann hat Tanja mir auch kostenlos mit eingepackt. Das, wie heißt es denn? Turnier der Götter, ne? Genau, hier ist eine Anleitung. Genau, hier. Turnier der Götter heißt es. Oh, jetzt habe ich hier schon die Lose weggekickt. Genau, das Ganze kommt mit einem Dashboard. Auf der Rückseite ist der Tracker. Das Ganze kommt mit den Stiften und wer die Tanja auch schon ein bisschen länger verfolgt oder ja, wem das bekannt vorkommt, der kann ich sagen, er hat recht. Genau, denn das hier ist das Spielfeld. Und es geht darum, dass diese 3 Götter quasi in einem Turnier gegeneinander antreten. Und man würfelt eben also man würfelt zweimal, einmal dafür, ja, welcher der Götter an der Reihe ist. Bei einer 1 und 4 ist es der Schwarze, bei einer 2 und 5 die rote Göttin und bei einer 3 und 6 die orangene Göttin. Und dann würfelt man eben ein zweites Mal und geht hier im Spielfeld im Kreis. Und je nachdem, wo man dann auf dem Feld landet, darf man dann das jeweilige Feld in der jeweiligen Farbe des Magiers anmalen. Und wer am Ende dann ja, die meisten Felder für sich beanspruchen konnte, der hat das Turnier der Götter dann gewonnen. Und das gab es auch schon als Turnier der Magier, genau. Und da fand ich das Spielprinzip schon sehr, sehr cool. Und jetzt ja, durfte es bei mir einziehen. Und mit dabei ist noch so ein cooles Lesezeichen. Ihr wisst, ich lese ja auch sehr, sehr gerne. Und das wird auf jeden Fall in meine Lesezeichensammlung wandern. Und genau, hier ist nochmal die Anleitung zu dem Spiel. Ne? Also, wenn ihr euch das bestellt und jetzt nicht meine Erklärung nicht verstanden habt, ihr könnt nochmal nachlesen, auf jeden Fall. So, 2 Sachen habe ich noch bestellt. Also, es ist sehr, sehr viel. Wieder Lose sind dabei. Und zwar ist das die Mantra-Klappkarte. Die fand ich jetzt auch richtig cool für. Ja, jetzt die kommende Jahreszeit, sag ich mal, Herbst, Winter. Und zwar sieht die Klappkarte so aus. Wir haben hier einmal 2 Rechenpyramiden, wir haben ein paar Rubbelsticker hier zwischendrin. Wir haben Lose. Die sind hier. Goldene Lose gibt es dazu. Wir haben was zum Würfeln und Rubbeln. Und diese sehr, sehr geilen Tiere, wie mir gerade auffällt. Also der Leopard gefällt mir richtig gut und der Fuchs auch, weil das so, also dieses Orange mit dem dunkelblauen Hintergrund. Oh, ich liebe es gerade total. Oh, ja. Und genau, dann haben wir noch diese ja, Challenge, genau. Und dafür kommen nämlich diese Kärtchen dazu. Und ihr seht schon, also hier vorne ist jetzt ein Eisbär. Ich weiß nicht, was. Also, ja doch, diese Tiere sind da auf den Karten drauf. Und jeweils eben ein Rubbelsticker. Und dann zieht man eben eine Karte, rubbelt den Betrag frei und trägt es dann hier ein. Und ich fand das nochmal ein ganz, ganz süßes. Ja, Gimmick irgendwie, nochmal irgendwie eine kleine Besonderheit. Ja, also, ich muss hier nochmal schauen. Ich finde es wunderschön. Ja, finde ich richtig cool. Wie gesagt, das ist nochmal irgendwie so eine kleine Besonderheit mit drin steckt. Dann durfte die mit. Und als letztes durfte von der Tanja mit das hier. Haha, ich pack's mal aus. Das ist die Fox Love Challenge, glaube ich. Genau, und zwar, ja, Fox Love, hat man hier einmal einen Tracker und ein Tracker und ein Dashboard, also ein Dashboard und ein Tracker, so rum. Und dann haben wir hier noch Platz, ja, könnt ihr das sehen? Ja, bekommt man hier diese Karten mit dazu und hier sind Rubbelsticker drauf und es sind 6 Stück, glaube ich.
Genau, die Rückseite ist, ja, also halt eine Rückseite, da ist nichts mehr drauf. Aber genau, hier hat man dann eben diese wunderschönen Bilder von dem Fuchs und dem Mädchen und die Rubbelsticker zum Aufrubbeln. Und genau, Tanja hatte ja vor ein paar Monaten ja, eine Challenge nach dem gleichen Prinzip mit den Waldfeen. Die stand auch auf meiner Wunschliste, ist dann aber nie im Warenkorb gelandet irgendwie. Und ja, jetzt musste ich aber zuschlagen, weil ich die Bilder auch wunderschön finde. Und bei den Waldfeen sind 180 € zusammengekommen insgesamt. Und ich gehe davon aus, dass hier auch 180 € zusammenkommen. Ich weiß es nicht genau, aber dementsprechend sind die Beträge hier auch ein bisschen höher. Genau, das sollte man vielleicht wissen, aber ich fand es wunderschön. Ich kann noch mal schauen. Steht hier irgendwas? Nee. Hier steht jetzt nichts drauf. Also ich weiß nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass auch hier ein bisschen höhere Beträge bei rumkommen. Genau. Das war meine Bestellung Nummer 1 von 5. Von der Tanja von Kaffee und Quatsch. So, ich packe jetzt schon mal wieder ein, denn ich brauche wieder Platz für die nächsten Päckchen. Ich packe das jetzt erstmal hier wieder in den Karton rein, einfach. Oh, hier ist noch das Dashboard. Und räume das dann nachher ja, in meine Sammlung ein und sortiere das dann auch. So, das packen wir mal auf den Boden. Ups, jetzt bin ich mit dem Bein ans Tischbein gekommen. Das Tischbein, oder? Ach, ja. So, wir machen weiter mit der nächsten Bestellung. Wartet. Und zwar, das habe ich schon aus dem Karton rausgenommen, damit alles auf Thumbnail passte. Das ist die Bestellung von Niki von Angel & TJ Design. Und zwar, das sieht ja hübsch aus hier. Wow, das Säckchen ist wunderschön. Also Gummibärchen gibt es dazu. Und in dem Säckchen befindet sich außerdem ein Viererwürfel. Sehr, sehr cool. Ich bestelle Challenges normalerweise jetzt immer ohne Würfel, weil ich genug habe. Aber Viererwürfel dachte ich mir so, ja, Niki, pack mir mal mit ein. Und er ist lila. Sehr, sehr schön. Und zwar, so, jetzt kommt das Papier mal beiseite. Ihr könnt es schon sehen, die vier Freunde dürfen bei mir einziehen. Das kommt nochmal beiseite. Und dazu gehört auch der Viererwürfel. Genau. Schönheiten der Meere. Ich habe gerade irgendwas anderes gesagt, ne? Vier Freunde? Habe ich vier Freunde gesagt? Das kann sein. Die Schönheiten der Meere durften bei mir einziehen. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr nicht nur meine Videos schaut, sondern auch bei anderen mal reinschaut. Genau, da habe ich es nämlich immer gesehen und konnte nicht dran vorbeigehen. Und zwar kommt das Ganze hier mit diesen Karten. Und es ist so, dass man mit einem Viererwürfel würfelt und dann schaut, ja, wie viele Karten man zieht. Genau, eben, ja, mit den Meerjungfrauen. Und dann schaut man, genau hier, welche Perle bei der jeweiligen Meerjungfrau dabei ist und kann hier hinten selber festlegen, welchen Betrag man dann spart. Die meisten machen 1, 2, 3, 4 €. Das werde ich voraussichtlich auch so machen. Und dann spart man eben den Betrag der Perlen. Wenn man allerdings, das war nur die Klospülung, ich hoffe, es hat sich niemand erschrocken. Alles gut. Ich weiß auch nicht, ob man es im Video gehört hat. Wenn man allerdings die Vier-Freunde-Karte zieht, deswegen komme ich auch auf den Namen, dass das Ganze Vier-Freunde heißt, dann darf man sich, hallo, aussuchen. Achso, hier ist noch ein Dashboard. Auf welche dieser Challenges man geht. Genau, und dann haben wir was zum Losen, zum Rubbeln, zum Würfeln und ein Labyrinth. Und ja, das musste unbedingt noch sein. Ich finde es so, so schön. Die Qualität, es fässt sich auch richtig schön an. Aber auch das wird ein bisschen warten, weil das schon ein Sommerspiel ist. Ich habe überlegt, ob ich es einfach noch spiele. Ja, mal gucken. Also, ich habe schon Lust drauf. Aber mal gucken. Genau. Tracker sind auch mit dabei. Genau, doppelseitig und es fässt sich, wie gesagt, richtig schön an. So, das durfte einmal mit. Und dann hat die. Achso, hier sind die Lose dabei. Und ein Meerjungfrauensticker. Und dann hat die Niki ja, einen neuen Release gehabt. Und zwar mit diesen wunderschönen Feen. Und was soll ich sagen?
konnte mich nicht entscheiden. Es gibt diese fünf und es durften alle mit. Am allerschönsten fand ich, glaube ich, die Kaya. Genau, hier sind, also es ist jetzt verpackt, ich hoffe deswegen, ihr könnt es sehen, aber hier sind halt so super kleine, süße Rubbelsticker drauf, passend irgendwie zum Hintergrund. Hier ist so ein Schmetterlingssticker, also der Sticker steckt in der Tüte nur drin, genau. Und die fand ich ja wunderschön, die Kaya, also die musste auf jeden Fall mit. Ich habe erst versucht, mich für welche zu entscheiden, aber dann habe ich gedacht, also Kaya fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich die Lorraine gesehen und dachte, die ist ja perfekt jetzt für den Herbst. Die hat auch hier so kleine Rubbelsticker, alles irgendwie farblich angepasst, ne? Die ist ja perfekt für den Herbst. Und die Magnolia ist ja perfekt für den Winter. Also ist ja auch wie so eine Winterprinzessin, Winterfee. Genau, auch, also sind alles diese Rubbelsticker. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann brauchst du die anderen auch noch. Die Fenja passt dann super in den Frühling. Hier sind die... Und hier oben sind auch noch Rubbel, man sieht es teilweise gar nicht. Und dann durfte auch die Violetta noch mit. Also dann habe ich gedacht, okay, ich nehme alle, weil irgendwie wollte ich dann doch alle haben. Und ah, die Flügel sind ja wunderschön. Das ist die Violetta, habe ich das schon gesagt. Ja, es durften dann alle mit. Auf der Rückseite ist der jeweilige Tracker und es kommen unterschiedliche Beträge zusammen. Also hier bei der Violetta sind es 60, bei der Fenja sind es 100, bei der Magnolia sind es 80, bei der Lorraine sind es 90 und bei der Kaya sind es 80 Euro. Genau. Und ah, ich finde sie so, so schön. Ja, und wie gesagt, irgendwie passt es einfach irgendwie so perfekt so zu jeder Jahreszeit, ne? Ja, ich freue mich schon drauf. Hihi. Genau, das war meine Bestellung bei der Niki von NJ & TJ Design. So, das kommt jetzt zu Tanja auf dem Boden. Und dann zeige ich euch noch meine letzte Bestellung. Und zwar habe ich bestellt bei der Steffi von Sally & Tommy. Also meine letzte Bestellung für heute. Ne? Nächste Woche zeige ich euch nochmal zwei. Habe ich ja schon angekündigt. Und da fällt mir hier schon alles raus. So, das. Das. Achso, hier ist noch das Säckchen. Das. Okay. Hier hin. Jetzt mal eben auch. Ja, okay. Und zwar, ja, das gehört halt da. Okay, und zwar, erstmal ist hier eine Thank-You-Karte. Achso, ja. Diejenigen, die es auch haben, werden wissen, was es für eine Thank-You-Karte ist. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen blauen Würfel. Ich glaube, so einen habe ich schon, aber die Farbe ist wunderschön. Ein paar goldene Lose und ein Spielstein. Ein bisschen was zu naschen. Möchtest du einen Karamellball? Das ist ein Kamel. Kamel. Ja, aber Kamelball. Oh, Bubblegum. Ist doch nicht Karamell. Nee, ich möchte kein Bubblegum. Kein Bubblegum. Okay. Gut. So, also das erste, was ich bestellt habe, ist dieses Set hier. Und genau, ihr seht schon, es ist ein bisschen mehr. Ich lasse das jetzt da drin. Weil ich hier so viel liegen habe und das nicht alles durcheinander kommen soll. Also, wir haben hier ein Dashboard. Und zwar sind das die Feen von Philomena. Die Philomena wurde nämlich von einem bösen Zauberer gefangen genommen. Und wir müssen beim Gegenzauber helfen. Und zwar haben wir hier diese Klappkarte. Vier Feen für Philomena. Und die sieht so aus. Es sind Rubbelsticker drin und draußen. Und man rubbelt eben ein Feld frei und dadurch gelangt man dann zu einer bestimmten Challenge. Also hier sind die Feen drunter, die hier auf den Challenges drauf ist. Wir finden also die Niam. Niam, genau. Hier sind so Herzen mit Beträgen drin. Genau. Und da kleben wir eben die Herzchenklebesticker mit drauf. Dann haben wir die Dianta. Ich glaube, hier dürfen wir entweder würfeln oder lose ziehen. Ich würde sagen würfeln, weil die Lose sind orange. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Tiana die lose Challenge ist, weil hier eben orangene Glühwürmchen drauf sind. Oder wir finden hier drunter die Jasmina und dürfen rubbeln. Genau. Ja, und hier ist nochmal ein Sticker von der Jasmina. Ja, und ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich die orangenen Lose hier in die orangenen Glühwürmchen eintrage und dann hier
würfeln würde bei der Dianta. Und genau, je nachdem, ja, welche Fee hier drunter versteckt ist, wird dann eben die jeweilige Challenge gespielt. Wir finden, glaube ich, zwischendurch auch nur Beträge. Und, also Sparbeträge, das weiß ich jetzt aber gerade nicht sicher. Genau, und das Dashboard gehört eben dazu. So, das kommt hier wieder dazu. Und das fand ich einfach so, so schön. Das durfte mit. Dann durfte mit, weiß ich noch nicht, was ich euch jetzt zeige. Okay. Okay. Zum einen gibt es hier Thank You Challenges und sie hat diese silbernen. Ah, guck mal, da seht ihr mich. Wartet. Ihr seht mein Kinn. Und meine so kurze Haare habe ich. Also ich habe noch ein Stück bis. Das ist meine Schulter. Und das sind meine Haare. Okay. Genau. Diese Thank You Challenges mit Dornröschen zum Abstreichen. Mit Elsa zum Abstreichen. Mit Tiana zum Würfel abstreichen. Und das war's. Okay, drei Stück sind mit drin. Genau, finde ich eigentlich ganz hübsch. Aber die blenden, glaube ich, ein bisschen sehr, wenn man Videos dreht. Ach, guck mal. Jetzt kann ich mich sehen. Ah, okay. So, das sind Thank You Challenges. Dann ist mit drin die Loelia, auch als Thank You Challenge. Da finde ich mega geil, fällt mir gerade auf. Wow. Ja. Okay, da würde ich, glaube ich, entweder würfeln. Ja, wahrscheinlich würfeln oder ein Losziehen. Aber okay, wow, die ist richtig schön. Cool. Hinten ist ein Tracker drauf. Dann ebenfalls, das habe ich nicht bestellt. Das ist wahrscheinlich halt dazu jemand, weil meine Bestellung ja toll genug war. Eine Rubbel-Challenge von Rapunzel. 70 Euro kommen da zusammen. Genau, das habe ich bestellt. Der Harvey. Den finde ich ja so zucker. Das sind eine einfache Rubbel-Challenge ist das. Hinten ist der Tracker drauf, 60 Euro kommen zusammen und ja, den fand ich wunderschön. Und dann habe ich dieses Set bestellt. Warte mal, das gehört glaube ich auch nicht dazu. Nee, das ist eine Kuh mit Rubbelstickern. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Passt auf jeden Fall sehr zu dem Stil, den ich bestellt habe. Und zwar habe ich die Sternzeichen Rubbel Challenges bestellt. Wartet, das sind 12 Stück. Und ich bin ja Widder. Und ich suche gerade die Widderkarte. Hier. So, habe ich überlegt, ob ich nur die Widderkarte bestelle. Aber mir gefällt die Widderkarte von allen Rubbel Challenges am wenigsten. Ich finde alle anderen so super schön. Ich finde die auch schön, so ist es nicht. Aber ich finde die anderen richtig, richtig toll. Und die so, ja, okay, cool, klar, nehme ich mit, weil ich bin Widder. Aber, ja, aber nur diese Karte zu bestellen, obwohl sie mir am wenigsten aus dem Set bestellt, gefällt, dachte ich mir so, das ist Quatsch. Und außerdem finde ich alle anderen so, so wunderschön. Ich habe versucht, mich zu entscheiden, aber es ging nicht. Ich zeige sie euch mal. Und zwar haben wir hier, weiß ich nicht, es kommen jeweils 55 Euro zusammen. Es sind jeweils Rubbelsticker vorne und hinten. Weiß ich nicht. Dann haben wir hier Waage und ich finde es wunderschön. Und wie es glitzert und funkelt. Ich glaube, es kommt nicht rüber in der Kamera. Achso, wieder nehme ich hier mal eben wieder mit dazu. Das ist Waage. Dann haben wir Fische, nehme ich an, weil hier Fische drauf sind. So hübsch. Ich zeige euch jetzt mal nur die Vorderseite. Auf der Rückseite ist jeweils der Tracker. Das ist, glaube ich, das Dashboard eigentlich. Ich muss gleich mal durchzählen, aber ich. Oder ist das Steinbock? Kann auch Steinbock sein. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier auf jeden Fall Krebs. Es leuchtet und funkelt alles so schön, ne? Ich lieb's total. Löwe. Goldenen Rubbelstickern. Das ist Schütze. Auch mit goldenen Rubbelstickern. Wie gesagt, jeweils 55 Euro kommen zusammen. Dann, oh, hier ist was auf dem Kopf. Das könnte Jungfrau sein. Ich weiß es aber nicht genau. Dann haben wir hier Zwilling. Auch auf dem Kopf. Ich liebe es total, ne? Und oh, Skorpion fand ich auch so schön. Mit diesen Blumen. Und oh, und ja, deswegen mussten es alle sein. Deswegen, ja, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Und ja. Nee, warte mal, hier waren wir doch noch nicht.
Genau, hier war ich mir nicht sicher, ob es auch zum Set gehört. Warte mal, nee, das hier ist Steinbock. Das haben wir ja noch nicht gezeigt. Oh, jetzt weiß ich nicht genau. Das ist Steinbock. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann gehört es doch dazu. Warte mal, hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Aber an die Kuh kann ich mich nicht erinnern. Okay, ich gucke nochmal nach. Ja, ich gucke nochmal nach. Aber auf jeden Fall, das Set durfte mit und es glitzert und funkelt einfach alles so schön. Genau, und der Howie passt halt auch perfekt ins Bild und ich finde auch, dass das hier sehr gut zum Stil passt, den ich bestellt habe. Die Feen sind ja auch so dunkel glitzernd und genau. Und dann durfte noch etwas mit. Genau, ah, hier haben wir noch die. Noch eine Karte für Werbung. Okay. Und zwar durfte mit. Da ist, glaube ich, noch ein Stick. Ja. Ach, ein Stick. Oh, wow. Ein glitzernder Drache. Okay, sehr schön. Und zwar durfte mit die Kristallbox. Ihr kennt sie bestimmt, wenn ihr ja nicht nur meine Videos schaut, sondern auch andere. Und zwar beinhaltet dieses Set zum einen Malachitiens Schätze, diese, also eine Challenge mit Rubbelstickern zum Würfeln und zum Lose eintragen. Genau, dafür sind die goldenen Lose hier. Klicke ich hier jetzt mal drauf. Dann der Kristallpalast. Dazu gehört, achso, hier ist einmal ein Dashboard. Genau. Dazu gehört dieses Spielfeld und hier kann man eben in jede Richtung laufen, die man lustig ist und sammelt die Gegenstände ein, die sich hier auf der Klappkarte befinden und hier steht dann eben auch der Preis, den man bezahlen muss und man muss die Sachen eben mehrfach einsammeln. Genau, auch richtig, richtig cool. Und eine Spargeschichte, die hoffentlich in der richtigen Reihenfolge ist, eigentlich schon, aber ja, ich hoffe es, genau, in diesen super coolen Hüllen. Also man kann hier in der Seite die Kärtchen rein und raus machen. Man kann ja auch die Scheine mit reinmachen. Hier sind nämlich nur 5, 10 und 15 € Beträge drauf, wenn man möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Und ja, erfährt dann eben die Geschichte von Malachitchen. Und dann gehört zu dem Set noch nämlich das hier. Und zwar haben die beiden, Sally und Tommy ist genau Steffi und die hat zusammengearbeitet mit Tina vom Black Roses Design. Und die beiden haben zusammengearbeitet mit Holzkristall. Genau, das ist wahrscheinlich irgendwie eine Homepage. Hier stehen auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Genau, und zwar ist dabei hier ein Kristall. Denn es ist ja die Kristallbox. Und zwar ist das ein Pyrit aus Peru. Der unterstützt mich dabei, meine persönlichen Ziele sowie Vorsätze für das neue Jahr zu verfolgen und zu erreichen. Der darf nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Okay. Ich versuche den mal hier auszupacken, um den euch zu zeigen, für diejenigen, die es interessiert. Aber das gestaltet sich nicht so einfach. Ich bin hier auch ganz radikal, ne? Schere fast kaputt gemacht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ah, ich sehe ihn schon. Und so sieht er aus. Sehr, sehr cool. Ist halt ein Stein, ne? Aber sehr schön. Oh, so. Genau, der gehört auch zur Kristallbox dazu. Genau, und das war meine Bestellung von Sally und Tommy. Nee, Moment, hier sind noch Platzhalter. Die sind auch mit. Also, Steffi packt eigentlich immer ein paar Platzhalter irgendwie zu jeder Bestellung dazu. Und ich finde die richtig schön mit den Drachen. Wow.
Genau, auch sehr passend zur Bestellung, würde ich sagen. Genau, also es zieht sich hier ein Muster durch. Genau, und ja, das war meine Bestellung von Sally und Tommy. Und jetzt habe ich euch alles gezeigt, oder? Ja, ich glaube wohl. Genau, dann ja, würde ich mal sagen, sind wir am Ende des Videos angelangt. Ihr habt es geschafft. Und ich räume jetzt auf. Und dann drehe ich ein Spielevideo für euch. Oh je. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.